So, also Leute, wir fahren nochmal einkaufen, ne? Bei Regenwetter. So. Es nieselt bloß ein bisschen. Also da fahren wir erst mal bei den Dingen vorbei, ne? Bei den Blechdosen. Bei den Container, wo ich die Glas und Blechdosen losbringe. Jawohl, so machen wir das. Du hast mein Gestotter aufgenommen. Was habe ich aufgenommen? Mein Gestotter am Anfang. Ach du großer Gott. Ja, das ist ja furchtbar. Furchtbar. Das ist schlimm. So eine Verbindungsstraße, du. Sieht doch schön aus. Wird alles schön gemacht, oder? Ja. Alles für die Leute. Aber das hat nicht der Glück gekriegt, ne? Nein. Kannst du da rechts halten, dann geht über die Straße. Albertistraße, da reißen sie die Platten aus und runter oder Fenster oder irgendwas, ne? Da kann man alles aus, das wird total entkernt. Wird total entkernt. Ja, wenn du da irgendwo. Ich glaube, wir fahren mal da drüber. Also. Ja. So, was ist das mit meiner Tasche da? Ja, die Renate lässt meine Tasche da. Ja, gut so. Und da wird jetzt mal das Glas und das Zeug rausgetragen. Weil das muss auch sein. Ne? Man kann immer mehr hin. Ach Gott, kommt der Bus an, der kommt aber durch. Und wir haben natürlich auch einiges an Glas und Blechdosen, die wir natürlich immer ordnungsgemäß auch wegtragen und wegtun. Ne? Ah, ja, 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 ja. Das ist ein Sommer des Jahres, was sagt ihr dazu? Ein Sommer, gell? Fast wie ein Herbst oder wie ein Frühling. Sommer 2024, Erderwärmung, schlägt voll zu. Ja, ich weiß, dass das auch andere Faktoren hat und so. War ja bloß ein Späßle. Ne? War ja bloß ein Späßle. Ja. Jetzt werden wir nochmal einkaufen gehen, weil sonst haben wir nichts mehr zu essen daheim. Wir kaufen immer einmal die Woche, kaufen wir mal groß ein. Und dann der Rest der Woche nichts mehr. Habt ihr das gehört mit dem Josefskrankenhaus? Ich habe es ja gestern schon mal erwähnt, gell? Die wollen also bis Ende 2024 soll es geschlossen werden. 800 Arbeitsplätze kostet es. Und der Oberbürgermeister hat gesagt, naja, sie soll so. Ja, kann man nichts machen, gell? Ja. Ich wünsche mir da ein bisschen mehr Einsatz von ihm. So, bin alles losgeworden. Ja, das ist wieder da. Hallo. Jetzt stützen wir uns. Telefon erkannt, ja. Ach, das hat kennt er ja noch nicht, das Neue da, ne? Ne, auch dabei. Nein, hat er erkannt. Der Oberbürgermeister, wie gesagt, hat zum Josef gegangen, hat gesagt, naja, sie soll so, ne? Das wird halt geschlossen, ja. Das ist schlimm, finde ich, dass das einfach geschlossen wird. Ja. Wo sollen die ganzen Leute, sollen die alle ins Leo dann? Das Leo ist ja jetzt schon überfüllt. Denken wir drauf, wie du am LS-Häuser seht, den Unfall gehabt hast. Da haben sie mich nicht angenommen, weil sie überfüllt sind. Genau, du wolltest nämlich ins Leo, ne? Und da haben sie gesagt, nein, das geht nicht ins Leo. Leo ist überfüllt, wir müssen ins Josefskrankenhaus. Ja, was machen wir denn dann, wenn das Leo wieder überfüllt ist? Dann fahren wir nach Würzburg runter oder was? Nach der Uniklinik. Da, wenn ich die besuchen muss, muss ich immer wieder Bahn runterfahren oder wie? Ja, vor allem, wenn der Fuß weghängt und gebrochen ist, mehrmals gebrochen ist. Das ist richtig schön, wenn du dann so eine lange Fahrt machen musst. Ja. Das kotzt einen an. Da weiß man gar nicht, ob man zu der Politiker noch sagen soll, oder? Aber anders, ne? Die Kirche hat so viel Geld, ne? Die Bistümer, die sehen, die strotzen vor Geld. Warum helfen die nicht mal den Schweinen vor dem Krankenhaus, oder? Das ist doch auch. Aber ich denke, das ist eine Sache der Politik. Ne? Die müssen halt einfach dafür sorgen, dass so Krankenhäuser existieren können. Ja. Man kann ja jetzt beide auch, zusammen müssen. Man kann ja jetzt nicht sagen, der Träger, der so ein Krankenhaus baut,
der muss halt mit für die Schulden aufkommen oder was? Das ist ja auch nicht die Lösung. Nee, da müssen beide sich mal hinsetzen, Kirche und Politik, und müssen mal gemeinsam was ausplanen. Einfach so. Und 800, naja, das sind halt 800 Leute, stehen auf der Straße. Es kommen ja noch die Leute dazu, wo die Plätze, die Industrie abbaut, ne? Ja. Und dann, was Gott, Galeria Kaufhof, wo schon weggefallen sind alle. Und ja, immer mehr. Eben, du, wenn es so weitergeht, wenn man dort zur armen Stadt weiß in Gott, Deutschland. Weiß Gott, wie lange die Stadtgalerie noch mitmacht, ne? Da ist ja auch schon die Hälfte leer in den Kapuff. Ja. Auch Kapuff nehme ich zurück in dem Laden. Will nicht böse sein. Naja, also so war es nicht schlecht in dem Laden. Konnte man also praktisch auch schon im Sommer in eine Kühle und im Winter in eine. Wenn man was gefunden hat drin, ne? Ja. Oh, guck mal, 1,849 ist super. 1,849 ist super. Ne? Wochenende, die fahren alle in Urlaub, ne? Und schon wieder Preis mit den Augen gezogen. Ne? Die Sakramente, die Elenden, du. Die rupfen doch uns überall, wo es noch geht, du. Kein Wunder, wenn die Leute aufs Fahrrad umsteigen, sagen, ihr könnt mich alle machen. Ja, das ist ein Fahrrad, ein Fahrrad. Also Fahrrad, nicht umsonst fahren so viele Fahrrad. Bisschen Eisenstange, Elektromotor und eine Batterie, 2000 Euro, naja. Stabilere Fahrrad. Das sind ja alle, aus Aluminium sind sie, ja, und Ding, ja. Leichtmetall. Materialwert. 50 Euro, das ist auch mal 200 Euro Materialwert, Verkaufspreis 2000. Das war jetzt nur ein Scherz, regt euch nicht wieder alle auf draußen. Regt euch nicht auf, war doch nur ein Scherz. Man meint ja bloß. Ja. Man muss aufpassen heutzutage, was man für einen Scherz macht. Man muss aufpassen, man muss aufpassen. Man hat nicht alles der Recht, man muss aufpassen, was man sagt. Ehrlich. Ja. Man kann nichts mehr einfach so blablabla irgendwas sagen. Ne. Das ist. Das kann gefährlich werden. Wir stellen uns aus. Ja, ich guck schon den Adepos, der muss weg damit sein Seat. Ne? Fahr halt vor, du willst du aber. Ja. Ein Seat muss weg, dass ein Fahrt hingehen kann. Ja. Abholeservice. Wir holen ihn ab. Wir holen ihn ab. Also, ich wünsche euch was. Wir gehen jetzt mal einkaufen. Tschüss. Ne? Macht's gut. Ne? Schöner Tag euch. Ja.